Servus. Die Idee zu diesem Videothema ist mir auf eher ungewöhnliche Weise gekommen. Die Firma Beavercraft, das ist ein Messerhersteller aus der Ukraine, hat bei mir angefragt, ob ich nicht eines ihrer Bushcraft-Messer oder eine kleine Schnitzaxt vorstellen möchte. Ich meine, im Magmesser und inzwischen haben sich schon einige bei mir angesammelt, aber dass ich da ein Spezialist wäre, das kann ich absolut nicht behaupten. Und wie das zu meinem Krisenvorbereitungsthema passen soll, das war mir auch nicht wirklich klar. Okay, ein Messer solltest du natürlich im Notfallgepäck dabei haben und wenn du ein Feuer machen möchtest, dann ist auch eine Axt oder ein kleines Beil hilfreich. Aber so richtig die Verbindung, warum ich ein Bushcraft-Messer vorstellen soll, ohne jetzt ein reines Werbevideo zu machen, die habe ich noch nicht bekommen. Und dann habe ich bei meinen Recherchen in einem Video den Satz gehört, wer keine Axt schärfen kann, sollte keine besitzen. Und in einem anderen Video, deine ganze Ausrüstung ist nichts wert, wenn du sie nicht reparieren kannst. Und bäm, da war mein Thema. Ausrüstung reparieren und instandhalten. Ich bin der Dom von Stromausfall-Info und wenn du wissen möchtest, was mir zu diesem Thema so alles eingefallen ist, dann mach dir es jetzt bequem. In diesem Video geht es natürlich nicht ausschließlich um Messer, sondern ganz allgemein um Ausrüstung. Aber Messer sind bei mir auch ein Teil davon und deshalb sollte man die auch scharf halten können. Auch Küchenmesser, für die gilt das natürlich genauso. Ich habe meinem Kontakt bei Beavercraft dann diese Idee unterbreitet und dem hat es gefallen. Und deshalb habe ich für dieses Video von denen auch ein Messer und ein kleines Beil zur Verfügung gestellt bekommen und außerdem noch so ein Lederteil, um die Sachen zu schärfen. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck auf Deutsch dafür ist. Auf Englisch ist es ein Leather Strop. Ich muss auch zugeben, dass ich damit vorher noch keine Erfahrung gehabt habe. Okay, ich habe kleine Schleifsteine und Schärfsysteme, aber die sind eigentlich erst zum Schärfen gedacht, wenn die Schneidwerkzeuge schon sehr stumpf sind. Und so weit soll es ja gar nicht kommen, wenn man die Klingen regelmäßig mit so einem Leder poliert. Zumindest dann, wenn man sein Messer nicht ganz intensiv verwendet oder gar grob misshandelt hat. Ich erzähle dir jetzt was von meinem Verhältnis zu Messern. Also kurz gesagt, ich mag Messer. Manche finde ich cool, manche schön, Messer sind praktisch und ich finde, dass ein Messer eben auch im Notgepäck nicht fehlen darf. Und deshalb kaufe ich mir immer wieder mal eines, das mir gefällt. Und ich verwende sie auch alle immer wieder mal. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Bushcrafter, der jede Woche draußen im Wald herumläuft und schnitzt und Baumstämme aufbricht und Feuerholz damit spaltet und was weiß ich damit anstellt. Ich kann dir auch nicht sagen, der und der Stahl hat diese und jene Eigenschaften und ist deshalb so gut oder schlecht. Also da gibt es andere, die sich da wesentlich besser auskennen als ich. Und deshalb darfst du dir da jetzt nicht ein detailliertes Messer-Review erwarten, wenn ich dir das Beavercraft BSH1 und das kleine Beil AX1 kurz vorstelle. Ich sage dir da nur meine Eindrücke und ob dir das gefällt oder nicht oder du sogar eins haben möchtest, das kannst du dann natürlich selbst entscheiden. Ich bekomme auch kein Geld von Beavercraft dafür, dass ich dir die Sachen zeige aus seiner kleinen Provision, falls du einen meiner Links unten in der Videobeschreibung nutzt. Gut, legen wir also mit dem Werbeteil los. Beavercraft ist wie gesagt ein Unternehmen aus der Ukraine, das größtenteils Schnitzmesser in allen möglichen Variationen herstellt. Der Messerhersteller hat aber auch eine eigene Bushcraft-Linie, die unter anderem 5 Messermodelle und das kleine Beil umfasst. Und dann gibt es dort noch Zubehör zum Schleifen und anderes mehr. Schau einfach mal in ihren Shop, wenn dich das Thema Schnitzen und Holzbearbeitung interessiert. Und natürlich gibt es dort auch diese Lederstrops zum Klingenpolieren, sowie ein paar kurze Anleitungsvideos, wie man das macht. Ich verlinke dir alles unten in der Videobeschreibung. Und deshalb gibt es jetzt von mir auch keine Anleitung, wie man Messer richtig schärft. Das ist dort eh gut erklärt. Wenn dir das interessiert, dann schau dir das bitte einfach dort an. Jetzt ein paar kurze Eindrücke zum Beavercraft BSH1, dem Bushcraft-Messer. Ausgesucht habe ich mir diese Version, weil sie mir einfach optisch gefallen hat. Es hat auch den Beinamen Dune und schaut für mich so ein wenig orientalisch aus. Es kommt mit einer Lederscheide, die du als Dangler am Gürtel tragen kannst, also so nennt man das, wenn das Messer dann frei baumeln kann. Die Schärfe ist von Haus aus sehr gut und auch bei der Verarbeitung habe ich jetzt nichts auszusetzen. Vor allem bei dem Preis von nur $45.
Die Preise dort im Shop sind leider nur in Dollar angegeben. Ich habe nicht gefunden, wo man das umstellt. Ein kleiner Nachteil, wenn man so will, des Dune ist, dass es mit 125 mm Klingenlänge für deutsche Verhältnisse um 5 mm zu lang ist. Möglicherweise aber künftig auch für Österreich, weil an unseren sehr liberalen Messervorschriften soll sich ja leider auch was ändern. Aber es gibt bei Beavercraft auch Messer, die etwas kürzere Klingen haben. Ich finde ja, dass man sowieso immer etwas komisch angeschaut wird, wenn man irgendwo unterwegs ist und so ein Messer am Gürtel hängen hat. Und deshalb habe ich meine meistens im Rucksack drinnen. Also kurzes Fazit, das BSH1 gefällt mir sowohl von der Form her als auch von der Verarbeitung gut. Für stundenlanges Schnitzen wäre eines mit einer etwas anderen Griffform aber wahrscheinlich besser. Kommen wir jetzt zum kleinen Beil, dem AX1. Wozu brauchst du sowas? Also abgesehen vom Offensichtlichen natürlich, der Verteidigung während einer Zombie-Apokalypse, natürlich für kleine Holzarbeiten. Das ist jetzt kein Werkzeug, mit dem du große Holzstücke spalten kannst, sondern eher was für feinere Arbeiten, also zum Beispiel Anzündholz für den Kaminofen oder den Hobokocher machen. Oder zum Schnitzen anscheinend, aber da kenne ich mich jetzt nicht aus. Das Beil ist handgeschmiedet und man sieht, dass der Axtkopf nicht blank poliert ist, sondern naturbelassen. Ich mag den Look. Ich könnte mir die kleine Axt auch im Umfeld eines Mittelalterfestes gut vorstellen. Die Verarbeitung ist auch hier gut und auch die AX1 kannst du mit der kleinen Lederschlaufe, die dabei ist, am Gürtel tragen. Ja, das wäre jetzt nicht unbedingt meins, aber gut. Der Griff aus Eschenholz ist etwas rau, dafür aber griffig. Also wenn dich das stört, dann kannst du ja mit einem feinen Schleifpapier noch drüber gehen. Und inzwischen gibt es bei Beavercraft auch noch größere Äxte in verschiedensten Varianten. Also wenn dich das interessiert, dann bitte einfach in den Shop schauen. Das waren jetzt ein paar Infos zu dem Anschauungsmaterial, das ich von Beavercraft bekommen habe. Und jetzt aber zum eigentlichen Thema der Ausrüstungswartung. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, hilft es nichts, wenn du ein tolles Messer oder eine Axt hast, die aber nicht schleifen kannst. Und dazu gibt es bei Beavercraft eben diese Lederriemen, um Klingen zu polieren. Und die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Also das funktioniert wirklich gut, wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat. Natürlich kannst du damit nicht nur Buschkraftmesser oder Äxte schärfen, sondern auch deine Küchenmesser. Wichtig ist nur, das regelmäßig zu machen und nicht erst dann, wenn sie schon stumpf sind. Dann hilft nur noch der Schleifstein. Dazu habe ich schon seit einigen Jahren das Schleifsystem von Spyderco, das gut funktioniert, inzwischen aber ordentlich teuer geworden ist, habe ich festgestellt. Eigentlich wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, einmal das Thema 5-Minuten-Prepping aufzugreifen. Okay, das muss ich jetzt erklären. Vor einiger Zeit war einmal das Thema in den Kommentaren, dass Krisenvorbereitung so mühsam ist und so viel Zeit braucht. Und da ist dann die Idee des 5-Minuten-Prepping entstanden, also kleine Maßnahmen, die du jeden Tag einbauen kannst, um deine Vorbereitung zu verbessern. Und da habe ich damals überlegt, eine kleine Videoserie zu starten, aber bis jetzt noch nicht gemacht. Also das wäre jetzt vielleicht der geeignete Anfang dazu. Die laufende Messerpflege ist ja wirklich in ein paar Minuten erledigt und viele andere sinnvolle Maßnahmen auch. Das Hauptthema meines Kanals war zwar ursprünglich die Vorbereitung auf einen Blackout oder größeren Stromausfall, aber was dafür sinnvoll ist, hilft natürlich auch bei anderen Krisenfällen. Bei Stromausfall denken die meisten Menschen natürlich zuerst an die Notstromversorgung, also Generatoren, Powerstations und solche Dinge, damit das Leben möglichst normal weitergeht. Im Sinne des 5-Minuten-Prepping solltest du dann aber auch regelmäßig ein paar Dinge bei deinem Notstromsystem überprüfen. Also, wenn du einen Stromgenerator hast, dann eine Funktionsprobe machen. Springt er an? Hast du genügend Öl drin? Wie schaut es mit dem Treibstoffvorrat aus? Ich bin jetzt kein Fan von solchen Geräten, weil mir da der Wartungsaufwand einfach zu hoch ist, aber manchmal kommt man darum einfach nicht herum. Also mein EcoFlow Smart Generator, der steht in der Garage und ich kümmere mich eigentlich viel zu wenig darum. Wenn ich dann mal daran denke, wieder eine Funktionsprobe zu machen, ist meistens die Starterbatterie leer. Also da sollte man wirklich einen Kalendereintrag machen und mich auch daran halten, wäre gut. Batterien und Akkus überprüfen betrifft aber nicht nur Stromgeneratoren, sondern natürlich auch Powerstations. Ich verwende die meisten meiner Geräte regelmäßig, aber bei denen, wo es nicht so ist, da schaue ich, dass ich die alle 2 bis 3 Monate mal entlade und wieder auflade.
bei neueren Modellen mit App-Steuerung prüfe ich in dem Zusammenhang natürlich auch gleich, ob es womöglich ein Firmware-Update dafür gibt. Bei Jackery habe ich in einer Bedienungsanleitung heute übrigens etwas Kurioses entdeckt. Da steht in den Garantiebedingungen drin, dass die Garantie nur gilt, wenn du deine Powerstation einmal innerhalb von 7 Tagen nach Kauf und dann mindestens alle 6 Monate einmal komplett aufgeladen hast. Also das ist mir so auch noch nie untergekommen und bis jetzt auch nicht aufgefallen. Auch die Akkus meiner Taschenlampen und anderer batteriebetriebener Geräte überprüfe ich natürlich regelmäßig. Also sowohl austauschbare als auch fix verbaute. Ich will schließlich vermeiden, dass sie sich tief entladen und unbrauchbar werden oder dass herkömmliche Batterien auslaufen. Mit einer bestimmten Marke habe ich da immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Auslaufen. Also ich sage nur Kupferkopf. Okay, eine Powerstation entladen und wieder aufladen ist natürlich nicht in 5 Minuten erledigt, aber den Vorgang an sich zu starten klappt in der Zeit. Und wenn du die Powerstation entlädst, kannst du damit gleichzeitig natürlich deine anderen Akkugeräte aufladen. Eh klar. Wenn du ein Notfallradio hast, dann solltest du das natürlich auch regelmäßig verwenden und auf Funktionstüchtigkeit prüfen. Ich schalte meine so alle 4 bis 5 Monate für ein paar Stunden ein und stelle sie danach zum Aufladen in die Sonne. Eine ganz wichtige Sache, die du regelmäßig kontrollieren solltest, ist dein EDC, also sozusagen die kleine Notausrüstung, die du möglicherweise jeden Tag dabei hast. Falls du sowas nicht hast, dann solltest du dir vielleicht Gedanken drüber machen. Bei mir ist es so ein kleines Täschchen mit allem Möglichen drin, was ich immer wieder mal brauche. Und dazu gehören auch Pflaster und ein paar grundsätzliche Medikamente, wie zum Beispiel Schmerztabletten. Und wenn ich davon etwas verbrauche, ich vergesse das regelmäßig aufzufüllen. Ein paar Tage später fällt es mir dann meistens wieder ein. Und wenn wir gerade von Medikamenten reden, auch der Medikamentenvorrat gehört natürlich regelmäßig kontrolliert. Was ist alles abgelaufen und gehört entsorgt, was davon gehört ersetzt? Brauche ich dazu ein Rezept vom Arzt? Wenn ja, Termin vereinbaren. Und dazu gehört auch den Medikamentenplan aktuell zu halten, den du vielleicht vom Hausarzt bekommen hast, falls du dauerhaft Medikamente einnehmen musst. Auch da kann sich ja immer wieder mal etwas ändern, weil vielleicht neue Leiden dazugekommen sind oder Medikamente wieder wegfallen. Grüß Gott. So ein Plan ist ja nicht nur für dich selbst nützlich, sondern auch vor allem auch für andere. Also wenn du zum Beispiel wegen eines medizinischen Notfalls nicht ansprechbar bist, dann ist für den Notarzt gut zu wissen, was du alles einnimmst. Und wenn du für diese Fälle auch so eine Notfalldose im Kühlschrank hast, die übersehe ich auch gerne zu aktualisieren. Besser ist es beim Notfallausweis in der Geldtasche meiner Frau, der wird öfter aktualisiert. In meinem eigenen steht zum Glück nicht so viel drinnen. Und wenn wir schon beim medizinischen Bereich sind, auch der Verbandskasten im Auto hat ein Ablaufdatum. Und das wird unter Umständen bei einer Verkehrskontrolle überprüft. Deshalb ist es ratsam, auch den regelmäßig zu kontrollieren. Ganz besonders natürlich, wenn du daraus irgendwas gebraucht hast. Das abgelaufene Material ist natürlich nicht kaputt, sondern du kannst es normalerweise ohne weiteres noch daheim verwenden, wenn die Verpackungen nicht beschädigt sind. Zu den Kontrollaufgaben im Auto gehört im Winter auch der Frostschutz. Davon etwas im Auto mitzuführen schadet auch nicht. Und im Sommer vielleicht einfach eine Flasche Wasser, um das Scheibenwaschwasser unterwegs nachfüllen zu können. Je nachdem, was du für ein Auto fährst, solltest du auch wissen, wie man den Ölstand überprüft. Ich muss zugeben, ich habe das vielleicht 2 oder 3 Mal oder 4 Mal in meinem Autofahrerleben gemacht, weil ich mich da auf den jährlichen Service in der Werkstatt verlasse und mit meinen Autos bis jetzt nie ein Problem mit Ölverlust gehabt habe. Ersatzbirnen für die Lichter im Auto sind in manchen Ländern sogar vorgeschrieben. Also wenn du die bei deinem Auto noch selbst wechseln kannst, dann ist auch hier gut, wenn du die vorrätig hast. Ja, und dann gibt es noch den großen Bereich des Lebensmittelvorrats im Haus, der regelmäßig kontrolliert werden sollte. Ich weiß, abgelaufene Lebensmittel sind nicht gleich kaputt, aber trotzdem will ich die zeitnah verbrauchen und ersetzen. Und manchmal geht es nicht nur um Austauschen, sondern auch um Nachfüllen. Ich brauche immer wieder einmal etwas aus dem Vorratskeller und manchmal vergesse ich auch, das auf den Einkaufszettel zu schreiben, was ich entnommen habe. Dasselbe gilt für den Wasservorrat, wobei ich beim selbst abgefüllten Wasser den regelmäßigen Austausch nicht mehr so eng sehe. Ich habe ja bereits ein paar Mal ausprobiert,
wie lange das Wasser noch genießbar ist. Und inzwischen habe ich Kanister im Keller, die über ein Jahr eingelagert sind. Ein Jahr und 4 Monate, um genau zu sein. Ich probiere das Wasser mal schnell. Hat gut geklappt, also das Wasser kann man ohne weiteres noch trinken. Wobei, jetzt werde ich es dann doch austauschen, weil so ein ganz leichter Plastikgeschmack ist jetzt inzwischen dabei. Aber Bedenken hätte ich keine, das zu trinken. Bei gekauftem Wasser, also vor allem bei dem in den dünnen Einwegflaschen, ist das etwas anderes. Also das bekommt schon einen komischen Geschmack, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Okay, bei manchen Marken hat es den komischen Geschmack sogar vorher schon. Also was gehört noch zum Bereich Ausrüstung instand halten? Schuhe pflegen zum Beispiel. Also regelmäßig putzen, wenn nötig auch imprägnieren. Und apropos imprägnieren. Ich habe festgestellt, dass meine 15 Jahre alte Gore-Tex-Jacke nicht mehr dicht war. Und bevor ich mir eine neue kaufe, probiere ich sie zu imprägnieren, habe ich mir gedacht und mich dazu extra auf der Gore-Tex-Webseite informiert, wie man das macht. Okay, Waschanleitung war leider keine in der Jacke. Vermutlich habe ich die irgendwann mal entfernt, weil sie lästig war. Und auf jeden Fall hat es auf der Gore-Tex-Seite geheißen, nach dem Waschen in den Trockner geben. Großer Fehler. Die Jacke war zwar wieder schön sauber, aber die ganzen Bereiche um die Reißverschlüsse herum haben sich abgelöst. Also da ist irgend so ein Kunststoff drauf, der da sich abgelöst hat durch den Trockner. Ganz toll, habe ich mir gedacht. Um sicher zu gehen, dass sie wieder regenfest ist, habe ich sie dann noch mit einem Imprägnierspray behandelt. Diesem Holmenkoll Hightech Proof, der ist wirklich gut. Das Wasser perlt jetzt wieder schön ab. Es funktioniert übrigens nicht nur bei Jacken, sondern zum Beispiel auch bei Regenschirmen oder bei Schuhen. Also Vorsicht mit dem Trockner, vor allem wenn es sich um ältere Jackenmodelle handelt. Wenn es um die Ausrüstungspflege geht, dann gibt es natürlich noch viele weitere Fähigkeiten, die du dir aneignen kannst. Nähen zum Beispiel. Einen Knopf annähen muss man bald einmal und das ist nicht so besonders schwierig. Einen Riss in einer Hose versorgen, sodass es unauffällig und schön ausschaut, das ist sicher schwieriger, aber manchmal geht es weniger um Schönheit als einfach darum, die Funktionstüchtigkeit eines Kleidungsstücks aufrechtzuerhalten. Bevor du zum Beispiel bei einer Daunenjacke unterwegs alle Federn verlierst, klebst du halt einfach ein Stück Klebeband über den Riss. Was ich kürzlich einmal ausprobiert habe, ist Leder zu nähen. Und dazu habe ich mir ein ganz billiges Ledernähset bestellt. Da sind ein paar Rollen von einem gewachsenen Faden dabei gewesen, der echt stabil ist. Eine Ahle und verschiedene Nadeln und ein Fingerhut, glaube ich. Die Nadeln sind nicht nur für Leder geeignet natürlich, sondern auch für andere feste Materialien, also für einen Rucksack gut zum Beispiel. Und die gebogenen kannst du vielleicht auch zum Wundennähen verwenden. Na bitte nicht, das war Spaß. Ich habe für meinen Ledernähversuch einen alten Gürtel genommen und mir eine Scheide für ein kleines Messer angefertigt, das ich seit ewigen Zeiten ohne Schutz herumliegen habe. Schönheitspreis gewinnt mein Werk sicher keinen, aber es erfüllt seinen Zweck. Und ich habe was dazugelernt. Nämlich, dass eine kleine Zange für so etwas auch hilfreich ist, um die Nadel durch das feste Leder zu bekommen. Auch wenn man vorher mit der Ahle die Löcher vorbohrt. Um kleine Reparaturen auch unterwegs durchführen zu können, habe ich mir ein Mini-Reparaturset zusammengestellt. Das habe ich im Auto deponiert und ich bin neugierig, wie dieser gewachste Faden dann die sommerliche Hitze übersteht. Was da so alles drin ist, das kann ich dir in einem eigenen Video erzählen, wenn dich das interessiert. Also dann schreib mir es einfach in die Kommentare. Apropos Reparatur. Wir Brillenträger haben da auch noch etwas, worauf wir achten müssen. Eine Ersatzbrille im Auto ist natürlich nie verkehrt, aber ich habe mir auch da überlegt, wie ich quasi im Feld etwas reparieren kann. Ich habe ja keine separate optische Sonnenbrille, sondern so ein magnetisches Ding zum Draufklatschen, also das funktioniert super. Und im Brillenetui habe ich auch noch einen kleinen Schraubenzieher verstaut, mit dem ich die Schrauben an den Brillenbügeln nachziehen kann. Ich habe dazu im Baumarkt einfach noch einen passenden Schraubenzieher für meine Brille gesucht, aber so etwas gäbe es natürlich auch fürs Taschenmesser. Verlinke die unten in der Videobeschreibung.
Ja, ich weiß, fachlich korrekt heißt es inzwischen Schraubendreher. Und falls ich tatsächlich einmal eine dieser winzigen Schrauben verlieren sollte, dann habe ich ein kleines Stück Draht dabei, mit dem ich den Brillenbügel wieder befestigen kann. Ein Brillenputztuch natürlich sowieso und auch Augentropfen habe ich da drinnen. So, ich glaube, das ist genug für heute. Wenn dir noch was zum Thema Ausrüstungspflege einfällt, dann bitte gern in die Kommentare damit. Vielleicht kommt genug für ein zweites Video zu dem Thema zusammen. Für heute sage ich danke fürs Schauen, fürs Teilen, Liken, Abonnieren und so weiter und bis zum nächsten Video. Servus!